Tod im Wald, der Knollenblätterpilz. Pilzgifte sind chemisch, strukturell und pharmakologisch sehr unterschiedlich. Akutes Organversagen kann zum Tod führen. In der Tabelle sind die Toxikologien von bedeutsamen Giftpilzen aufgeführt. Symptomatik, unter anderem gastrointestinale Störungen, Leberschädigung, zentralnervöse Effekte, Hämolyse, Rauschzustände und vegetative Störungen. Karve, der Knollenblätterpilz, kann zum Beispiel mit dem Wiesenchampignon leicht verwechselt werden. Der Knollenblätterpilz gehört zu den giftigsten Pilzen. Der grüne Pilz Amanita phalloides und der weiße Amanita verna. Die toxischen Inhaltsstoffe sind unter anderem die Amatoxine, die Phallotoxine. Diese sind weniger toxisch, pharmakokinetisch bedingt. Beide sind hitzestabil und werden durch Kochen nicht zerstört. Inhaltsstoffe, zum Beispiel der grüne Pilz Amanita phalloides, ein Mykorrhizapilz, ist bis zu 10 cm hoch. Er lebt in unseren Laubwäldern, mit Buchengewächsen, mykorrhizisch verbunden. Symbiosen gibt es auch mit Birken und mit der Hasel. Die chemische Struktur der Gifte, die Amatoxine Alpha, Beta, Gamma, Amanitin, Zyklopeptid aus 8 Aminosäuren mit einer Querverknüpfung mit den Aminosäuren Tryptophan und Cystein. Die Querbrücke als Sulfoxid wird über diese Aminosäuren Tryptophan und Cystein gebildet. Dadurch haben diese Moleküle eine hohe Bindungsneigung an zentrale Regionen von RNA-Polymerase, das Target. Zum Wirkmechanismus. Symptome bei Vergiftung. Diese Amatoxine sind also Hemmer der DNA-abhängigen RNA-Polymerase und blockieren somit die Proteinbiosynthese in verschiedenen parenchymatösen Organen. Symptome: Ikterus, Leberschwellung, Nekrosen, Hämorrhagien und renale Tubulusnekrosen. Therapie: Magenspülung, Aktivkohle, Elektrolyte und osmotische Laxantien. Der Naturstoff Silibinin hemmt die Amatoxinaufnahme in der Leberzelle. Dieser Naturstoff aus der Mariendistel als Leberschutz. Zellmembran stabilisierende Eigenschaften. Die Giftaufnahme in die Leberzelle wird gehemmt. In der Geschichte werden bei Prominenten, zum Beispiel Herrscher und auch ein Papst, tödliche Knollenblätter-Pilzvergiftungen beschrieben.